Ja, das ist ja widerlich. Nein, das ist doch nicht möglich. Hä? Willi? Rufus? Was ist denn hier los? Walter hat uns alle wach gemacht. Er hat was entdeckt. Aber mir sagt ja niemand was. Oh nein! Von den Pilzen ist kaum noch was übrig. Hallo, Walter. Hast du uns deshalb alle aufgeweckt? Ja, natürlich. Wir werden bedroht. Ach was, da hatte nur jemand einen Riesenhunger. Seht mal hier, eine Schleimspur. Ach, die hat doch nichts damit zu tun, Maya. Die ist von Rufus. Oh nein, die ist nicht von mir. Also auch wenn sie nicht von Rufus ist, das ist ganz, ganz sicher eine Schneckenspur. Vorsicht, Männer! Hier besteht Rutschgefahr. Vielleicht sollen wir ja ausrutschen. Vielleicht ist das eine Falle. Ja, genau. Eine Schleimfalle von einem schleimigen Schleimmonster. Ja, ein Monster. Ach, Quitschi-Quatschi. Hör auf, uns Angst einzujagen, Walter. Nein, nein. Ihr dürft keine Angst haben. Monster riechen das. Dann kommen sie nämlich sofort an und fressen als erstes die, die am meisten Angst vor ihnen haben. Los, komm, Paul. Während die anderen vor dem angeblichen Monster zittern, gehen wir die Schnecke suchen. Ach, Maya. Hinterher! So viel Schneckenschleim, fantastisch. Davon kann ich nur träumen. Oh je, Maya, was machen wir eigentlich mit dem Monster? Ich meine mit der Schnecke, wenn wir sie gefunden haben. Sie kennenlernen. Was sonst, Willi? Wenn ein Fremder auf unserer Wiese ist, dann möchte ich ihm gerne Hallo sagen. Ja, also ich nicht. Merkwürdig, die Spur endet hier. Einfach so. Sackgasse, Männer. Ausschwärmen und Umgebung absuchen. Oje, oje. Negativ. Das verstehe ich nicht. Sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Das ist der Beweis, Maya, denn Schnecken können nicht fliegen. Der Beweis? Wofür? Na, das ist ein Monster, ist das fliegen kann. Das heißt, es hat Flügel. Ja, riesige Flügel und große brillenlose Augen und lange spitze Fingernägel. Ich meine Krallen. Nein, nein, das Maul ist größer, viel größer. Denkt mal an die großen Knabberspuren an den Pilzen. Es könnte uns alle verschlucken. Ach, Walter.